So, hier sind wir, glaube ich, durch. Ziemlich sicher. So. Das heißt, ich muss hier... Das ist doch ein Hinweis. 1879. Warte mal. Geht das? 1, 1, 5, 6, 7, 8. Danke. Well, maybe I can use this lead pipe to my advantage. Well, happened. Oh. Well, there's got to be some reason this mural was hidden. Better look at it closely. Na, da haben wir sowas hier. Ist hier vielleicht da was anderes drin? Nee. Wir haben wieder nur ein Teil. Einer liegt im Brunnen. Was ist das hier? Amontillado. Do I hear scratching behind these walls? Nee. 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 So, hier haben wir auch alles durch. Oh, I'm hoping this isn't a chamber pod. He got his own climate control system. Oh, warte mal. It's a Mike and I Camer candy comic. Wie kommt denn hier ein Comic hin? And I'll put this in my comic book rack collection back in my office. So, das haben wir. Es fällt überhaupt nicht auf, dass die ganzen Geheimkammern offen sind. Aber das sollte nicht unser Problem sein. So, was haben wir denn jetzt alles? Wir haben jetzt noch das hier. Und wir haben hier ein Bleirohr. Tommy. Ein Bleirohr. Ich wüsste jetzt nicht, wofür ein Bleirohr benötigt werden würde. Im Schlafsaal liegt noch ein Teil. Okay. Haben wir das übersehen? Ich guck mal. Glitzer? Glitzer? Wo glitzerst du? Oder ich muss von der anderen Seite gucken. Naja, ich glaube, ein Teil, ja, müsste noch sein. Ich glaube, es sind 9 Stücke. Huch. Is there a prize inside? Aber wo? Du, nein. Haben wir irgendwo ein Fach, einen Tisch mit Schreibtisch, also hier mit Schubfach oder so? So, das haben wir. Die anderen Kisten sind nicht aufzumachen. Kann ja nur irgendwo Verstecktes sein. Vielleicht oben im Gebälk? Weil da guckt man eher selten hin, ne? Oder den Lampen, ne? Da ist doch eine Stelle, aber... Hm. Oh! Ist schwierig zu sehen. Ist echt schwierig zu sehen. Also danke erstmal für die ungefähre Richtung. Ich glaube... Ich gucke ja mittig auf dem Bildschirm. Also ich sehe, selbst wenn ich mittig gucke, sehe ich das halt nicht, dass es da blitzelt, ne? Also man muss schon genau hingucken. Okay. Genau. Aber jetzt, glaube ich, ist der richtige Punkt, die miteinander zu kombinieren. I gotta admit, sometimes when you play God, things turn out okay.
So, jetzt haben wir hier ein Bleirohr. Das ist ja ziemlich groß. Ich glaube nicht, dass wir so eine Sache mit einem Ei kombinieren oder so. Hm. Aber vielleicht gilt es als Ersatzgeschichte. Nicht, dass so die... Na wohl, nee, draußen ist ja noch... Erstmal gehen wir mal nach draußen. Wir... da lang. So, geht zum Beispiel das Rohr alleine. Ich guess I better not be too creative, because it won't work. I don't know what I was thinking. Warum kann ich hier das Seil nicht rüberwickeln? Das wäre für mich einfach logisch. Well, that was stupid. Nice little wishing well, but a couple of pieces of equipment are missing. Da unten ist genau das Teil, was wir suchen. That was a waste of time. Seltsamerweise glitzert das nicht, ne? Nochmal, ich nur zur Anlehnung. Türen zur Testkammer, okay. Wie man das Angstsymbol ausfindig macht, das ist okay. Anubis, Krug and Flay-Symbol, Ibis-Symbol, Maskenrätsel. Okay, so weit bin ich ja nicht. Nice little wishing well. There's something inside that bucket at the bottom of the well. Guess I better not be too creative, because it won't work. Nice little wishing well, but a couple of pieces of equipment are missing. Hm. Ich denke, ich bin auf der richtigen Spur, aber... Man, I've been hit so many times in the head with a lead pipe. Maybe this time I could use one to my advantage. So, gucken wir mal. Das ist das Ding hier. So, das liegt im Brunnen. So, wir haben noch das da. Und das Ei. Warte mal, das Ei. Dear God. Ich glaube, das wird sehr schön stinken, wenn wir das abfeuern. Das würde aber bedeuten, es gibt irgendwas, worauf wir schießen müssen. Danke. So. Damit ist die Schleuder weg. Wir haben jetzt nur noch ein Seil und eine Stange. Mit der Stange hätten wir es eigentlich auch runterkriegen können. Ich finde es nur bemerkenswert, das Ding ist doch eigentlich wieder wie ein Hebel zum Bewegen. Aber das... Okay, jetzt brauche ich nicht dran leuchten, um zu gucken, ob da irgendwas ist. Wir haben jetzt wahrscheinlich noch irgendwas, was in der Höhe hängt. Welches ist nicht? Da unten ist nichts. Hier ist bloß noch ein Buch. Das haben wir noch geguckt. Okay, böhmische Dörfer ist Greek für die Englischsprachigen als Redewendung. Hier ist was runtergefallen. Oh, 30 Pound Brick. Hey, no problem. Die Frage ist. That is a heavy stone. Für was der gut ist. Ein Stein.
Haben wir irgendwas zum Zerquetschen oder als Gegengewicht oder so? Die Platte hier sieht ein bisschen anders aus. Hier ist auch noch was offen. Da ist auch ein Teil. Ah, okay. Ja, ich weiß. Maybe try something else. Komm, das muss gehen. That won't work. Okay, dann benutzen wir den Stein als Hebel, richtig? I gotta admit, sometimes Danke. When you play God, things turn out open. You still got it, my friend. Wo die ganzen Sachen drin versteckt haben, ist ja... So, dann füllen wir mal erstmal auf. So, das ist draußen und das Ankh fehlt uns noch. It won't budge. My guess is I need to find the seven sacred symbols before these doors will open. Okay, das ist der Hinweis darauf. Also an der Tür brauche ich mich jetzt hier nicht weiter zu schaffen machen. Namens Aaron. An der Tür brauche ich... Ich brauche jetzt noch das Ankh. Das Ankh? Wo kriegen wir denn das Ankh? Wo kriegen wir das Ankh? Ich glaube, da brauchen wir nicht weiterhin. Das Ankh. Das Ankh. So, Aaron ist da. Der weiß alles. Wo kriege ich das Ankh her? Haben wir da irgendwas? Nee. Ich brauche bloß noch einen Ankh. Ja, bloß noch ist gut. Also ich brauche noch das andere Ding. So, das haben wir auch erledigt. Ja. Also das Thema, das passt schon eigentlich. Aber leider Gottes fehlt halt... Da ist nichts drin. Da leuchtet nichts. Ich brauche doch bloß einen Ankh. Ein einfaches Ankhilein. Da war das Ei drin, das stinkende. Das wäre zu banal, wenn sie es einfach irgendwo versteckt hätten. Den Schrank verschieben, geht nicht. Ich brauche doch ein bisschen Ankh. Wo könnte ein Ankh sein? Hier glaube ich weniger. Hier haben wir, glaube ich, alles abgesucht, was wir können. Ja, unter Bett wäre gut, aber ich kann mich ja nicht ducken. Also, ich glaube eher weniger. Das Ding ist draußen im Brunnen. Mal gucken, wie wir daran kommen. Und das suche ich noch. Die anderen habe ich jetzt hier schon gefunden oder zusammengebaut. Aber das Ankh. Habe ich den. Nee. Ah ja, okay. Das Ankh suche ich ganz wie wild verrückt. Maybe try something else. Oh, oder auch nicht. Warte mal, muss ich mir angucken? Ah, okay. Ich dachte, es wäre schon erledigt, aber... So, wie ist das wieder mit Richtung? Oh, so. Nee. Ja, legen wir es mal zur Seite. Nehmen wir mal die offensichtlichen Sachen. Das ist nicht offensichtlich. Das haut alles nicht hin. Ja. Ja, die Taschen sind zu groß, ihr müsst verstehen. Also das kann man, also sie sind so riesig, das kann man nicht überblicken. So, du bist... Das passt zu gut da unten. Aber wo kommt das hin? Oder ist das... Nee, das ist nicht... Nee. Also optisch, wo kommt das hin? Muss man hier noch was anderes drücken? Nee, ne?
So, das könnte hier passen. Vielleicht. Also auch nur für... Das schnappert wieder. Das ist gut. Das schnappert wieder. Gucke hier. So, jetzt schnapp. Da. Sehr schön. Es schnappert. So. So, jetzt haben wir schon mal einen Kreis. Super. Der ist auch schon eingerastet. Und der Kreis ist noch nicht eingerastet, weil ich den Kreis drehen kann. Ah, warte mal, ich sehe schon. So wird der Kreis ein richtiger Kreis, weil hier unten ist der Kreis kein Kreis. Nee, das hier unten ist nicht falsch, weil ich kann es nicht mehr bewegen. Und den Kreis kann ich auch nicht mehr bewegen, der ist jetzt erledigt. Aber das hier sieht so hanebüchen aus. Wobei, das ist vielleicht so ein... Ja, so ein Ding ist das hier. Guck mal hier so. Ah, das ist ja, also das ist eine gemeine Ecke. Und du bist die gemeine Ecke, richtig? Dann bist du diese gemeine Ecke hier. Ja. So, und du bist die gemeine Ecke. So. Nee, so nicht. So, die Ecke bist du und sitzt fest und du bist die... Tada! Sehr schön. I don't know what I was thinking. Wieso? Du sollst es da reinpacken. Da. So, jetzt brauchen wir noch den Albatros-Vogel-Gedöns, wie auch immer. Der ist draußen. Und entweder habe ich schon was richtig gemacht, mich bloß zu blöd angestellt, oder ich habe mich richtig gut angestellt, aber alles falsch gemacht. Und zwar da unten ist das Ding drin. Ich habe ein Stück Schnur. Well, that was stupid. So, und ich dachte, ich bin so clever und benutze die Schnur hier irgendwie. That's not right. Oder muss ich die Schnur vorher... Ich guck mal sie vorher an. Strong rope. Gut. Guess I better not be too creative, because it won't work. So, und dann dachte ich vielleicht so. Oder ich brauche einen Haken. That accomplished nothing. Okay, also der... ich sag mal so, bevor ich jetzt den Tipp kaufe, ist der Haken hier in dem Areal oder muss ich woanders hinfahren? Für den Haken. Also ich will jetzt nicht Ewigkeiten suchen, weil es einfach dann unnötig Zeit vertüdelt. Ich sag mal, einen Haken könnte man hier auch sowas hier finden. Well, say sand's located in a winter wonderland. Okay, König der Briten. Ich gucke einfach mal. Also das wäre ja ein super Haken, aber den kriege ich glaube ich nicht ab. Hm. Arthur, King of the Britons. Arthur. Guck mal, hier ist ein Inner. Ich gebe zu, ohne jetzt den einfachen kleinen Hinweis, wäre es schwierig gewesen, den zu finden. Ich habe jetzt wieder den Fehler gemacht, dass ich nicht vorher... Oder warte mal. Geht das? F9? Ich habe ja gespeichert, ne? So, pass auf. Ohne den kleinen Hinweis hätte ich es nicht gesehen. Also ich hätte es auch nicht gesehen. Danke da erstmal dafür. Es ist schwierig. Also manchmal habe ich das Gefühl, die Sachen tauchen irgendwann später auf, ne? So, also einmal so und dann das. I'm experiencing a sensational... Also es wäre eine sehr lange Suche geworden, das stimmt. So, und dann holen wir das Ding jetzt hier da raus. Weil jetzt haben wir einen Haken zum Einhaken. Ach da. Ja, okay. Dankeschön. This is, it's a thing that does that thing. Richtig, man sieht das Glitzern nicht und ich bin ja extra hier lang gelaufen mit der Taschenlampe, um die Glitzerspuren zu sehen. And now the journey of the symbols begins.
Candidates are selected for their superior intelligence and physical attributes. Das linke Auge ist nicht echt. Das ist nicht seins. Will wield the royal authority over the dominions of Earth and beyond. The test to join Seisen. Obwohl das bewegt sich beim Lesen. When you cross the threshold, it is literally a journey to the underworld, where either eternal life or eternal death awaits. Ich mag ja so eine Sprüche vom Band, ja. So, die Tür ist offen. Tada! Oh, das ist schön bunt. Soll ich da wirklich reingehen? Ja, der blinzelt nicht, aber das sah am Anfang aus, als ob das Auge hinter der Maske nur also plastisch, künstlich, wie auch immer ist. Aber er hat gelesen. Also du kannst, also die machen es wirklich besser als in den Vorgängerteilen. Du kannst aber sehen, dass sie halt ihr Skript vom Prompter ablesen. Ne? Und wenn sich die Augen bewegen. Und leider bewegt sich halt sein anderes Auge auch ganz minimal mit. Hi. Nein! Ich bin gefangen! Okay. Aber schöne Musik kommt hier. So, wer bist du denn? Na, bist ein Feiner. Who's a good deity? Was? Didi? Wer ist denn braver Gott steht hier? Nice doggy. Sie beschreiten nun die Schwelle des Todes. Dann lassen Sie eine Nachricht, wenn Sie leben. Ah, guck mal, das sieht aus wie ein Super Mario Level. Lass mich raten, die Katze muss raus. Das ist so ein Schiebepuzzle-Rätsel hier, oder? Und das muss dann hier raus. Das ist so, parke das Auto aus. Und ich muss mich bestimmt hier in der Mitte hinstellen und dann... Okay. Achso, das ist dann trotzdem Gott, ja? So, huch. You have passed this test. Proceed to the next chamber. Also das Puzzle war jetzt ein bisschen zu einfach, zu offensichtlich. Aber es war halt auch sehr kompakt, klein. So. Okay, es kommen keine Spitzen aus der Decke. Ja, The path through the afterlife is difficult. You are required to pass a series of locations guarded by supernatural creatures. Ich ziehe mich gern wie eine pharaonische Gottheit an. Ach, herrje. Ja, das ist eindeutig ägyptisch hier. Ja, das sind, glaube ich, Standard-Puzzle-Werke, ne? Also, die gehören dazu. So, was muss ich hier machen? Ich gucke mal. So, wie war das jetzt? Ich muss das hier drücken. I need to find a way through this maze in a set number of moves. And I need to alternate my movement between Skull and Anubis pieces without going diagonally. The arrow symbol shows me my options to move. Ich hab's nicht verstanden, aber ist okay. Wer bin ich denn und wo? Ich bin hier. Ah, okay. Es muss immer abwechselnd gelaufen werden zwischen Skelett und Anubis. Das heißt, hier in die Richtung kannst du dich gehen. Ja, abgesehen von den Symbolen am Anfang, die man suchen musste, sind ihre Voraussetzungen für die Sekte doch eher niedrig. Ja, ja. Er hat ja gesagt, es muss abwechselnd beschritten werden. Also einmal Anubis, einmal ein Totenschädel und so weiter. Ne? Wenn wir hier hingehen, kann es gar nicht funktionieren, weil der nächste ist dann nicht der hier und der geht nur in die anderen über. Das heißt, wir können nur so hingehen. Und jetzt können wir nur hier hingehen. Ach, er macht sogar schon den... So, ich gehe mal jetzt hier, es ist offensichtlich. Ich habe 69 Züge Zeit. Und kann auch wieder zurücklaufen.
Erschreck mich doch nicht so. Ich kann so. Ich kann so. Oder muss ich genau die Anzahl an Zügen haben? Weil ich bin... Kann mir einer... Oh. Ich hab's doch eigentlich ein bisschen richtig gemacht, oder? So, wenn ich jetzt hier hingehe, kann ich hier. Meine Logik. Aber scheinbar kann ich es nicht. Weil es diagonal auch einen Sprung gäbe, richtig? Wenn ich jetzt hier hingehe, hier ist ein Totenschädel und da ist ein Totenschädel, deswegen geht's nicht. I need to find a way through this maze in a set number of moves. And I need to alternate my movement between Skull and Anubis pieces without going diagonally. The arrow symbol shows me my options to move. Ich muss 72 Schritte laufen. So, hier kann ich... Siehst du, da komme ich nicht weiter. So, also zurück auf Anfang. Ich muss 72... Toll. Mist. So. Das heißt, ich muss hier ein bisschen... ist die Runde vorbei, also hast du knapp 20 Züge. Ja, aber warum habe ich dann eine 72, wenn ich dann 20 Züge bloß habe? Noch eine Runde kommt. Das stand aber nicht im Drehbuch mit der neuen Runde. Oh Gott. Das ist so, das ist für euch noch futzliger kleiner, oder? Das ist ja für... Oh, ich brauche eine Lupe. Verdammt. Ich überlege ganz leise, also nicht wundern. Oh Gott, das wird nichts. Das wird nichts. Ich muss von hier rein. Hier muss ich rein. Geht nicht. Shit. Kann ich nicht wieder in Schritte? Nein, ich muss komplett. Warte mal, ich muss mir den Weg merken.
Okay, ich muss irgendwie... Hier hätte ich, glaube ich, abbiegen müssen und hier dann gehen müssen. Mal gucken, wir probieren es nochmal. Ich hoffe, ich kriege den Weg nochmal nicht hin, okay. Da lang. Mist, ich komme wieder hier bis hinten raus. Nein! Warte. Ah, warum kann man nicht einen Schritt wieder zurück? Oder? Warte. Da. Oh, warte mal. Ich dachte, ich muss von hier oben rein. Aber hier geht es ja auch. Ah, Mensch, ich bin klug. K-L-U-K. K-L-U-K. Ich bin so klug. K-L-U-K.